Was spricht da aus mir? Ja, das spricht natürlich ein Stück meiner Persönlichkeit aus mir heraus, was sagt, hey, du musst irgendwie alles können. Und das mal zu reflektieren, war schon auch interessant. Ja. Warum will ich immer quasi so eine One-Man-Army sein? Weil es eigentlich viel cooler ist, Menschen in einem Team zu versammeln, jeder mit seinem Blick und mit seiner Expertise zusammenzubringen, die dann gemeinsam co-kreativ an einer Lösung arbeiten. Und das ist halt viel spannender, weil du viel mehr Perspektiven einbringen kannst, als immer nur die eigene. Ja, yep, das ist Kaching, der Podcast für smarte Business Moves, die sich auszahlen. Mein Name ist Junior und welcome to the show, Oktay Tanat Yaldiz. Wie geht's dir? Gut, danke, Junior, für die Einladung. Zum einen danke, dass ich da sein darf, weil das sind ja hier teilweise mit auch deine Räumlichkeiten. Und danke, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Also ich freue mich immer, mit Menschen zu sprechen. Und gerade dieser Podcast, glaube ich, hat einen sehr interessanten Ansatz. Das freut mich. Dann wollen wir direkt einsteigen, würde ich sagen. Du bist Teilinhaber von K16. Magst du mir vielleicht einmal oder uns einmal erzählen, was K16 ist? Ja, K16 ist eine Agentur für visuelles Storytelling. Also Präsentationstechnologien im weitesten Sinne. So können wir oder nutzen wir, um gute Geschichten zu erzählen. Das machen wir für große Kunden deutschlandweit oder auch in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben Kunden aus der Telekommunikation, aus dem Automobilsektor oder Fintechs, genauso wie Lebensmittelindustrie oder Maschinenbau. Wir sind eine reine B2B-Agentur und K16 ist da deutschlandweit die größte Agentur in diesem Bereich, die quasi Geschichten auf Präsentationstechnologien erzählen. Okay. Was heißt Präsentationstechnologie? Das ist PowerPoint, das ist Keynote, wenn man von der Apple-Technologie spricht, oder Google Slides von Google. Früher war Prezi noch sehr präsent, was allerdings nicht mehr so häufig genutzt wird. Das sind aber im Kern alle Technologien, die visuell funktionieren. Also wir nutzen auch Adobe Premiere, Adobe After Effects, also die gesamte Adobe Creative Suite, um quasi ja, visuelle Kommunikation zum Leben zu erwecken. Ja. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe rein. Was ich gestern noch mal rausgefunden habe beim Hausaufgaben machen, ist, dass du als Account Manager angefangen hast vor einer Ewigkeit, ja, und jetzt Teilinhaber bist von K16, was sehr interessant ist. Ich habe irgendwie keine Ahnung warum gedacht, du hast den Laden von Anfang an gegründet. Der andere Weg ist jetzt auch nicht verkehrt, aber sehr interessant, weil heutzutage wechselst du ja auch mal öfter und schneller den Arbeitsplatz. Und ja, dass richtig, jemand dann irgendwie richtig, ja, so lange durchgehalten hat und dann halt auch noch mal so eine der höchsten Positionen mit erreicht hat, ist schon interessant. Ja, also auch mal zum Thema höchste Position können wir nachher gerne noch mal drüber sprechen. Ne? Es ist Geschäftsführung ist für uns eher eine Formalität, weil wir das so in der Unternehmenskultur nicht leben. Die Geschäftsführer sagen hier, wie es, dass wir nach links oder rechts gehen müssen oder dass wir ein sehr hierarchisch geprägtes Unternehmen sind. Dem ist nicht so. Aber ja, du hast schon recht. Es ist kein normaler Karriereweg, würde ich sagen. Gerade wenn man davon ausgeht, dass man in seinem Leben sehr häufig den Arbeitgeber wechselt und selten länger als 2 bis 3 oder 4 Jahre in einer Agentur auch arbeitet. Also Agenturen haben ja genau diese Herausforderung, dass Menschen nicht sehr lange immer bleiben. Das gestaltet sich bei uns tatsächlich anders. Also wir haben eine durchschnittliche Mitarbeiterbindung von um die 6 Jahre, so, was ziemlich hoch ist für eine Agentur. Aber ja, ich habe als Account Manager angefangen, vor jetzt knapp 13 Jahren, und habe einen PR-Background. Also ich komme schon aus der Kommunikation, habe aber Politik und Recht studiert. Also ich bin Diplom-Politikwissenschaftler, mhm, und Halbjurist, wenn man möchte, weil Jura mein zweites Wahlpflichtfach war. Und genau, und bin dann quasi in die Agentur gekommen als Accounter. Damals waren wir auch noch echt klein, da waren wir 12 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und waren dann stellenweise 130. Und genau, und heute haben wir uns so bei um die zwischen 80 und 90 Menschen eingependelt, was eine ziemlich gute Größe ist, um die Agentur gut in die Zukunft zu steuern, ohne dass wir hierarchische Strukturen einziehen müssten, weil das nicht in unserer DNA ist. Hattest du jemals, also wenn du jetzt
10, 11, 12, 13 Jahre zurückguckst, hättest du damals jemals gedacht, dass du mal Geschäftsführer wirst oder irgendwie mal auch ein Unternehmen mitleiten wirst? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte ja Diplomat werden, tatsächlich. Also ich wollte gerne in den diplomatischen Dienst des Auswärtigen Amtes eintreten. Das will irgendwie jeder Politikwissenschaftler. Und was aber dann nicht geklappt hat, weil ich damals noch die türkische Staatsbürgerschaft hatte, obwohl ich in Hamburg geboren und aufgewachsen bin, habe ich nie die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und meine Mutter auch erst viel später, sodass wir Kinder quasi mit der türkischen Staatsbürgerschaft aufgewachsen sind und ich erst viel, viel später die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und angenommen habe. Deswegen war mir der diplomatische Weg beim Auswärtigen Amt verwehrt oder verschlossen, einfach weil ich kein deutscher Staatsbürger war. Und dann war es aber auch schon, als ich deutscher Staatsbürger war oder geworden bin, war ich schon so tief in der Agenturwelt und sehr glücklich, dass ich nicht Diplomat geworden bin. Aber im Kern ist es tatsächlich so, dass mein beruflicher Alltag sehr von Diplomatie geprägt ist. Also irgendwie bin ich dem dann doch treu geblieben. Ja, war das Studium doch nicht umsonst? Nee, überhaupt nicht. Also ich würde es auch jedes Mal wieder studieren. Mhm. Ich bereue es überhaupt nicht. Es heißt ja immer, Geisteswissenschaften seien eine brotlose Kunst, was ich überhaupt nicht bestätigen kann. Wenn ich mal in meinen Jahrgang blicke, meinen ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen, aus denen ist alles, aus denen ist irgendwas geworden. Ja. Ja, und nicht zu schlecht. Also von daher kann ich nicht sagen, dass das eine brotlose Kunst sei. Und ich würde es tatsächlich immer wieder so studieren. Vielleicht würde ich sogar noch ein Zweitstudium Design oder so ranhängen, weil ich doch gemerkt habe, durch die Arbeit in der Agentur, in einer Kreativagentur, wie wir auch eine sind, wo Visualität eine tragende Rolle spielt, dass ich doch gerne ja, mehr fachlich dort eingestiegen wäre, hätte ich nochmal die Möglichkeit, das zu tun, dann wäre ich auch gerne Halbdesigner geworden, wenn man möchte. So, ja. Und jetzt im Nachhinein würdest du es dann eher tun wollen oder, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, vermisst du es, weil du dann dadurch einiges an Wissen nicht hast oder weil du selber auch hands-on sein möchtest? Also hands-on auf jeden Fall. Ich habe einfach gemerkt, dass das meine Leidenschaft ist. Visuelle Sprache. Es macht mir unheimlich viel Spaß und ich habe da ein Faible für Formgebung, für Haptik und auch die Kombination, eine Geschichte, eine Kraft der Worte auch quasi mit visuellen Mitteln, Farbgebung, Formgebung zum Leben zu erwecken. Das liegt mir einfach. Es ist wirklich, das fällt mir sehr leicht, macht mir unheimlich viel Spaß und deswegen wäre das eigentlich noch eine gute Kombi gewesen, da auch nochmal tatsächlich so ein bisschen schneller zu sagen, okay, wir haben folgende Idee, das baue ich eben mal selber in InDesign oder in Photoshop oder in PowerPoint, als immer wieder einen Designer zu bemühen, zu sagen, oh, kannst du die Idee nicht mal anskribbeln, anskizzieren? Ja, weil das ist, glaube ich, das kann funktionieren. Das heißt, ich habe da eine Leidenschaft für, aber ich kann es handwerklich nicht umsetzen. So, ja, dafür habe ich andere Stärken. Ich kann gute Geschichten konzipieren, Kunden kommunikativ sehr gut beraten. Aber die visuelle Sprache, das ist schon auch echt cool, wenn was die Designer da auf die Beine stellen teilweise, ist halt unfassbar toll. Aber das ist ja das Ding, ne? Man würde es zwar auch gerne machen wollen oder können, aber am Ende sind doch hoffentlich alle da, wo sie am besten angesiedelt sind. Ja, also selbstverständlich. Also es ist, was spricht da aus mir? Ja, da spricht natürlich ein Stück meiner Persönlichkeit aus mir heraus, was sagt, hey, du musst irgendwie alles können. Weißt du? So, und das mal zu reflektieren, war schon auch interessant. Ja? Warum will ich immer so eine One-Man-Army sein? Weil es eigentlich viel cooler ist, Menschen in einem Team zu versammeln, jeder mit seinem Blick und mit seiner Expertise zusammenzubringen, die dann gemeinsam co-kreativ an einer Lösung arbeiten. Und das ist halt viel spannender, weil du viel mehr Perspektiven einbringen kannst, als immer nur die eigene. So, ja, das heißt, ich kann ja immer nur so gut sein, wie gut ich quasi mich selber weiterentwickle im Designerischen oder eben im Konzeptionellen, im Kommunikativen im weitesten Sinne.
Und dadurch ist natürlich viel, sind die Möglichkeiten begrenzter. So, ja, und wenn du einfach mehr Menschen mit den eigenen Skills, und zwar exzellenten Skills, zusammenbringst, kann etwas viel Größeres entstehen. Ja. Wann hast du eigentlich verstanden, dass du nicht alles können musst? Hat das länger gebraucht oder ist der Groschen schnell gefallen? Also, Wenn du einmal ganz kurz nochmal. ja, wann ist denn der Groschen gefallen? Also, der fällt ja relativ schnell, sobald man im Berufsleben, sage ich mal, wirklich sich professionalisiert, merkst du ja sehr schnell, dass du bestimmte Dinge einfach gar nicht kannst. So, ja, und das Agenturbusiness ist wirklich so, gerade in Agenturen, die mehrere Disziplinen miteinander vereinen, wie Text und Design, wie Strategie und Kundenberatung, merkst du ja sehr schnell, dass du gar nicht alles kannst. So. Und da aber quasi die Potenziale zu erkennen, was bringt eigentlich so ein diverses Team, und zwar jetzt nicht nur über Herkunft, Alter, Geschlecht etc., sondern eben auch über Skillsets, was kann da eigentlich daraus entstehen, da merkst du eigentlich, dass das Teamarbeit eigentlich der Kern von Agenturleistungen ist. So schnell, kreativ, gute Ideen zu entwickeln, weil Experten am Werk sind. Und nicht, weil jeder so ein bisschen alles kann. Das funktioniert, glaube ich, bis zu einem bestimmten Level gut und okay. Aber wenn du wirklich den Olymp erklimmen willst, dann brauchst du Experten, die dir den Weg weisen, wo du weißt, okay, wir sollten vielleicht diese Steigung so nehmen oder jenes Tal meiden, weil es dort besonders viele Gefahren gibt, ja, mal so bildlich gesprochen, dann ja, merkt man sehr schnell, dass man zusammen besser ist als alleine. Wer hätte das gedacht? Ja, die Erkenntnis Ja. hat man wahrscheinlich auch schon im Kindergarten. So, Ja, aber das ist schon trotzdem interessant zu sehen, wie oft das manchmal nicht verstanden wird, ne? Jetzt glaube ich mal so in so Räumlichkeiten oder in so Sphären, wo Menschen zusammenkommen, dass wir das zwar wissen, dass das eigentlich so ist, aber es irgendwie dann manchmal doch nicht so funktioniert. ja, Junior, ich glaube, was oft da im Weg steht, sind übersteigerte Egos. Ja, also, weil was spricht denn aus diesem Bedürfnis heraus, alles machen zu wollen oder alles alleine machen zu wollen, ist ja auch ein übersteigertes Ego an der einen oder anderen Stelle. Und wenn Egos im Spiel sind, dann ist es toxisch für Kreativität. Ja, weil du dadurch natürlich von vornherein Grenzen einziehst, die gar nicht nötig wären. Im Kern viele, viele andere klein werden lässt, um sich selber zu erhöhen. Ja, und das ist natürlich in einem Umfeld, wo Kreativität der Differenziator ist, kannst du es dir einfach nicht erlauben, mit großen Egos durch die Welt oder in einem Team große Egos zu haben, die alle anderen klein halten, um sich selbst quasi ja, auf ein Podest zu stellen. Musstest du selber mal damit kämpfen? Ja, definitiv. Also ich war, um jetzt mal auch offen und ehrlich zu sein, auch hier und dort auch eine beschissene Führungskraft. So, ja. Und sicherlich auch hier und dort massive Fehler gemacht. Ja. Sei es, dass ich mal sehr konkret zu viele Projekte angenommen habe für das Team eine extrem hohe Auslastung hatte. Oder einfach aus dem Bedürfnis heraus, einem Kunden nicht Nein sagen zu können, na, sondern immer nur ja, wir nehmen jedes Projekt halt irgendwie an. Da habe ich halt auch leidvoll und schmerzhaft erfahren, dass man als Führungskraft ein Umfeld schaffen muss, in dem alle prosperieren und nicht einige wenige besonders viel Spaß haben, sondern dass es möglichst alle haben. So, und da habe ich ja sehr viel daraus gelernt aus diesen Situationen. Ich bin sehr jung Führungskraft geworden. Ich sagte ja, ich bin dann mit Ende 20 als Account Manager bei K16 ongeboardet und habe schon relativ früh eigene Teams geführt. Ich war 5 Jahre in Frankfurt, dann von 2011 bis 2016, habe dann ein Team aufgebaut und habe sehr früh sehr viel Verantwortung übertragen bekommen, was toll war, weil man einfach wirklich viel gestalten konnte. Auf der anderen Seite fehlte mir jede Führungserfahrung. Also das war
Learning by doing, ja, und schmerzhaft und für mich, aber auch für andere. An die Leute, die bis hierher zugehört haben, wenn es euch bisher gefallen hat, bitte subscribe doch, lasst ein Like da, teilt gerne das mit euren Freunden und Kolleginnen. Würde ich mich sehr drüber freuen, würdet ihr uns sehr mithelfen, weiter im Programm. Lass uns doch mal auch noch über eure Expertise sprechen oder über das, was ihr ziemlich gut könnt. Präsentation. Mhm. Darfst du auch noch ein paar Kunden nennen, nur mal so mich ein ganz kleines Name-Dropping zu betreiben? Ja, ja, selbstverständlich. Also auf unserer Website haben wir ja auch eine Vielzahl von Referenzen, die freigegeben sind von Kunden. Deswegen ist das komplett unkritisch. Also klar, wir haben große Kunden, DAX-Konzerne wie die Deutsche Telekom beispielsweise. Wir haben aber auch international agierende Accounts wie Samsung beispielsweise oder die Schaeffler AG aus dem Bereich Automotive. Wir arbeiten für die Swisscom, Schweizer Telekom und Kassonsunternehmen. Also wir haben wirklich eine sehr breite Kundenzahl. Also wir haben 250 aktive Kunden. Sind da sehr, haben keine klassische Branchenexpertise, fühlen uns aber in allen Branchen zu Hause. Ja. So, und deswegen, weil wir einfach so ja, heterogen, kundenseitig aufgestellt sind. Die Zuhörerinnen, die hier gerade noch mit dran sind, sind bestenfalls Menschen, die selber ein Unternehmen gründen wollen oder eventuell als Freelancer unterwegs sind. Also entweder starten wollen oder schon auf den die ersten Schritte da gemacht haben. Inwiefern sollte es Sie interessieren, eine Präsentation zu dem, was Sie machen, irgendwie bereitzuhalten? Ja. Was bringt das denen? Präsentationen wurden früher sehr stark unterschätzt. Ja, also quasi die visuelle Sprache, sei es bei einem Kundenmeeting oder bei einer internen Mitarbeiterinnenversammlung bei Investorentagen etc. Früher waren die Präsentationen so, dass du eine Headline hattest auf einem PowerPoint-Slide, wo eine Headline oben war. Links 7 Bulletpunkte, rechts ein Kompassbild. So hast du deine Strategie quasi vorgestellt. So ziemlich, ziemlich langweilig, wenn man möchte. Und da kann halt nicht von einer visuellen Kommunikation wirklich, kann nicht die Rede sein. Ja. Sondern es war sehr oft, wurde eine Präsentationstechnologie für ein Reporting genutzt oder für eine Dokumentation. Was nicht Sinn und Zweck eigentlich einer Präsentationstechnologie ist, weil du willst ja etwas präsentieren. Das heißt, du willst eigentlich eine Geschichte erzählen. Mhm. Und wir haben im Kern dieses Business so professionalisiert, dass wir gesagt haben, okay, lass uns doch mal wirklich darüber nachdenken, wenn jemand eine Präsentation braucht, was eigentlich seine Kernbotschaft ist. Wie wollen wir seine Kernbotschaft eigentlich visualisieren? Und oft ist es so, dass Kunden dann oder Kommunikatorinnen im weitesten Sinne viel zu viele Botschaften haben, die sie in einer Präsentation transportieren möchten. Das heißt, unsere Kernaufgabe ist oft erstmal überhaupt, die eine Kernbotschaft herauszuarbeiten und diese dann quasi herunterzubrechen auf mehrere Argumente und diese gut zu visualisieren, dass sie bei der Zielgruppe verfängt. Hast du ein Beispiel eventuell, wo man eventuell zu viele Botschaften reinbringen könnte? Oder wie diese Botschaften dann aussehen? Ja, also kann ich machen. Zum Beispiel, wenn wir von einem internen Setting sprechen. Das heißt, Vorstandschefin XY möchte gerne alle MitarbeiterInnen auf die neue Strategie einschwören. Und du hast dann eine Folie, die sie dann zeigen, die aufgeteilt ist in vier Bereiche, wo du oben links die Marktdaten hast, oben rechts die Zielgruppen, unten links wiederum die neuesten Produkte, womit man diesen Markt adressieren möchte und unten rechts vielleicht noch ein Revenue-Target, also ein Umsatzziel, die das Unternehmen dann erreichen soll, dass das Unternehmen erreichen soll. Da hast du vier Botschaften auf einem Slide, die erstmal soweit nicht so besonders viel für die Zielgruppe miteinander zu tun haben. Ja? Dass die natürlich wichtige Elemente in der Unternehmensstrategie sind, absolut. Aber wie erzähle ich das eigentlich? Das heißt, wir ziehen das dann oft auseinander, spendieren jedem dieser einzelnen Botschaften und Inhalte ein eigenes Slide oder sogar zwei, wo wir die Botschaft dann aber auch so visualisieren, wie sie auch bei der Zielgruppe gut aufgenommen werden kann. Und hast am Ende vier Folien oder sechs Folien, sagen wir, du hast vier Folien, hast aber denselben Inhalt. Du hast zwar mehr Folie, also mehr Umfang, aber den gleichen Inhalt. Ja.
Verstehst du? Ja. Und, aber du kannst es viel besser verstehen, weil du eben nicht überfrachtet wirst mit so viel miteinander konkurrierenden Botschaften auf einem Slide, sondern du kannst es besser verstehen. Du kannst auch als Absender der Botschaften viel mehr kontextualisieren zu den einzelnen Botschaften. Und das ist jetzt mal wirklich heruntergebrochen. Ja. Es gibt natürlich deutlich, deutlich mehr Cases, über die wir sprechen könnten. Aber das ist mal so ein sehr klassischer Fall davon, dass zu viel versucht wird zu transportieren in sehr kurzer Zeit. So, und da schauen wir dann immer auf die Zielgruppe. Wer sitzt da halt eigentlich? Was sind auch deren Bedürfnisse? Welches Sendungsbewusstsein haben dann die Kommunikatoren und welche Inhalte wollen sie auch senden an die Zielgruppe und versuchen das halt in Einklang zu bringen. Und ein Beispiel ist, wir machen zum Beispiel Pressekonferenzpräsentationen, wo ein Elektronikhersteller dann sein neuestes Smartphone beispielsweise dann präsentiert, wo wir involviert sind darin, sozusagen die Storyline, um dieses neue Smartphone herum zu entwickeln, eine geile visuelle Geschichte daraus zu bauen, sodass dann auch wirklich die Lifestyle-Journalisten, die dann meistens dann da sitzen und sich das anschauen, auch wirklich verstehen, was der USP dieses Smartphones ist. Als ein Beispiel. Wir haben aber auch sehr viele, und wie gesagt, wir sind eine B2B-Agentur, wir haben aber auch Kunden, die wirklich, weiß nicht, Weltmarktführer im Zement sind, also Zementverarbeitung, so, und die nie jemand irgendwie jemals gehört hat, sozusagen aus Endkonsumentensicht, aber wirklich Weltmarktführer sind und die dann aus dem Sauerland halt irgendwie kommen, ja, oder hier aus Schleswig-Holstein, ganz in der Nähe von Hamburg, wo du, ja, einfach unfassbar spannende Sachen als Inhalt hast, gute Geschichten dazu entwickelst, aber die nur in einer ganz bestimmten Zielgruppe wirklich eigentlich relevant sind. Ja. So. Und das macht es eigentlich so spannend, weil wir diese Vielfalt haben, von Branchenvielfalt gesehen. Ja. Und wo könnte ich jetzt oder wo sollte ich im besten Fall als junger Gründer oder junge Gründerin, junger Entrepreneur, wie auch immer du es nennen magst, eine Präsentation zur Hand halten? Also ganz klar. Wo wird das am meisten unterschätzt? Auch? Ja, das ganz klar Pitch Deck. Ja. Warum braucht jeder Gründer oder jede Gründerin ein Pitch Deck? Wenn du dich klonen kannst, dann brauchst du keinen Pitch Deck, würde ich jetzt mal sagen, weil du Kraft deines Charismas und Kraft deiner Vision, die du natürlich total leidenschaftlich erzählen kannst, an vielen verschiedenen Orten gleichzeitig sein kannst und deine Idee pitchen kannst. Kannst du dich aber nicht klonen, dann brauchst du ein Pitch-Deck. Warum? weil du natürlich mit diesem Pitch-Deck, das kannst du irgendwo zum Download quasi bereithalten. Du kannst auf einem Kongress zum Beispiel oder auf einem, Gründer-Event deine Idee pitchen und im Nachgang natürlich ein Deck bereithalten, was potenzielle Investoren herunterladen können, um in Kontakt mit dir zu kommen, wo einmal die wichtigsten Infos nochmal verdichtet sind. Und vor allem brauchst du ein Pitch-Deck, um deine Idee strukturiert, weil so funktionieren Investoren auch einfach und Investorinnen, strukturiert deine Idee pitchen können musst. Das heißt, du brauchst halt durchaus eine Kernbotschaft, die du dann herunterbrichst auf die wichtigsten Argumente. Warum ergibt deine Idee, dein Produkt, dein Unternehmen in Zukunft Sinn? Welches Problem löst du eigentlich im Markt? Welches Killer-Feature hast du oder welche Killer-Technologie bringst du mit? Also wirklich dieses, im Englischen würde man sagen, unfair advantage. Ja? Also was ist wirklich das, was du mitbringst, was niemand anderes liefern kann, was natürlich dann am Ende sich sehr schnell monetarisieren lässt? Und das ist für Investoren wiederum sehr wichtig. Was ist dein Monetarisierungsmodell dahinter? Und vor allem, mit welchem Team kommst du eigentlich an Bord, ja? Oder bringst du mit, um diese Idee zum Leben zu erwecken? Und das mal in so einer coolen Pitch-Präsentation aufzubereiten, ergibt halt absolut Sinn, weil du die immer wieder präsentieren kannst, offline zur Verfügung stellen kannst, abgespeckt natürlich, weil da natürlich auch sensible Daten drin sind. Oder eben den Leuten etwas mit an die Hand gibst, nachdem du die Präsentation gehalten hast, Investoren, damit sie schon mal wissen, okay, dieses Gründerteam hat eine super, super Idee und ich will nochmal schnell in die Zahlen irgendwie reingucken.
Das ergibt halt absolut Sinn. Was sind denn so die gängigsten Fehler, die Menschen machen, die so ein Pitch-Deck erstellen? Oder welche sollte man denn am besten vermeiden? Also die gängigsten Fehler sind zu viel Content zu verdichten, ohne eine erkennbare Storyline zu haben. Also wirklich eine Aneinanderreihung von Inhalten, die aber keine innere Stringenz miteinander haben oder eine innere Logik verbindet. Und das ist eines der häufigsten Fehler, wo wir merken, dass junge Gründerinnen und Gründer einfach ganz viel raufknallen an Inhalten und wir mit denen gemeinsam erst arbeiten, was ist eigentlich eine übergeordnete Geschichte. Die Idee ist mega geil. Das erschließt sich oft sehr schnell, dass eine Idee Kraft hat. Mhm. Ja, auch ne, wir sehen das und wissen, oh, wow, das ist mega cool, kann man total viel draus machen. Aber es fehlt dann oft quasi dieses kommunikative Dach. Und da würde ich halt jedem empfehlen, überleg dir erstmal eine geile Storyline, wie du deine Inhalte zusammenpackst, weil dann hast du schon ganz viel geschafft. Und der zweite große Fehler ist, dass eben die Visualisierung so eher mittelmäßig ist und Zahlen, Daten, Fakten deutlich, deutlich spannender inszeniert hätten werden können in der Pitch-Präsentation oder eben eine große visuelle Welt aufgemacht werden kann, die Gründerinnen und Gründer oft nicht nutzen, sondern die klauen dann manchmal auch einfach Fotos von Google oder Bilddatenbanken. Siehst du da noch irgendwelche Wasserzeichen? Das ist auch ein Fehler. So, das ist vor allem, wenn das rauskommt, das ist halt, kann es rechtlich sehr schwierig und auch kostspielig werden. Ich glaube, da gibt es mittlerweile viele, viele Plattformen, wo man kostenlos auch Bilder sich runterziehen kann, um seine Geschichte auch gut zu visualisieren. Aber das ist der zweite große Fehler, wie wir sagen, gute Inhalte, eine gute Idee nicht adäquat zu visualisieren, weil sie dadurch einfach auch an Kraft verliert. Ja. Was ist denn jetzt, wenn da jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, ich habe weder das kreative Talent, um so eine PowerPoint oder überhaupt generell irgendeine Präsentation schön zu gestalten und ich habe auch nicht wirklich so viel Geld. Was mache ich dann? Ja, dann solche Fälle haben wir natürlich auch. So, dann geht man natürlich in den Austausch und sagt, okay, machen wir einfach mal ein Pro-Bono-Projekt, also wirklich ein unentgeltliches Projekt, wo wir sagen, hey, okay, geile Idee, wir unterstützen die Idee. Also das machen wir vor allem bei NGOs, die sich für den Klimaschutz einsetzen, für Menschenrechte sich einsetzen, dafür für Flüchtlingshilfe einsetzen. Die unterstützen wir sehr oft darin, eine gute Präsentation zum Beispiel zu entwickeln, damit sie Gelder sozusagen einsammeln können von der öffentlichen Hand oder von privaten Investoren, die privaten Investoren von Mäzenen beispielsweise, dass die halt einfach auch etwas haben, was gut aussieht, was eine gute Geschichte hat, weil es einfach wirklich förderungswürdig ist. Ja? Das heißt, da sind wir wirklich ganz nah dabei und ganz schnell dabei, auch etwas pro bono zu machen. Dann gibt es darüber hinaus, wenn du tatsächlich eher eine kommerzielle Idee hast, was du monetarisieren möchtest, dass man eher darüber nachdenkt zu schauen, okay, wenn wir sozusagen das Projekt halt irgendwie umsetzen, dass wir das auch als Referenz nutzen können, beispielsweise auf unserer Seite, dass wir uns kreativ etwas weiter ausleben dürfen an der Präsentation beispielsweise, dass man eher in so einen Modus dann gemeinsam halt eintritt. Ja, also sich so einen Mehrwert für eine Expertise, weitere Partei, genau, ja, selbstverständlich, zu schaffen, genau. Also so ein Szenario zu schaffen, wo man sagt, okay, ich habe vielleicht nicht das Monetäre irgendwie, das Geld oder was auch immer, aber ich sehe einen Case oder ich sehe eine Möglichkeit, wie das, was ich dir bringe, dir auch was bringen kann. Klar, so, eine Win-Win-Situation zu erzeugen, absolut. Ne? Weil ich glaube fest daran, jedes Unternehmen und jeder Unternehmer und jede Unternehmerin hat eine Verantwortung, die Zivilgesellschaft zu unterstützen mit ihrer Expertise und mit ihren Ressourcen, sei es irgendwie entweder materiell im Sinne von Spenden, aber eben definitiv auch, bei uns liegt es sehr nahe, dass wir unsere Expertise auch für NGOs oder Vereine, für gemeinnützige Vereine einsetzen können, weil wir etwas haben, was die gut gebrauchen können. Und so quasi diese Ressourcen zur Verfügung stellen. Aber ich glaube auch fest daran, dass Menschen, die ganz fest an ihre eigene Idee glauben, an eine kommerzielle Idee glauben, wissen, dass es in dieser Welt auch irgendwie nichts umsonst gibt und man anfangen kann, auch in einen Austausch zu gehen, wie
können trotzdem ein Barter-Deal beispielsweise aussehen. Also ein Beispiel, wenn eine Unternehmensberatung eine Unternehmenspräsentation benötigt und gerade ganz am Anfang steht und man hat persönliche Beziehungen oder man kennt die aus einem anderen Kontext, dass die ehemalige Kunden waren etc. und sich jetzt selbstständig machen, dass man eher in so einen Modus geht, zu sagen, hey, komm, ich mache dir deine Unternehmenspräsentation, cool, aber ich habe hier gerade so einen Case intern, kannst du mich da beraten? Also, dass man dann Expertise gegen Expertise tauscht, da bin ich auch ein großer Freund von, weil es muss nicht immer irgendwie Geld fließen, sondern man kann auch sehr stark einfach voneinander profitieren, indem man Expertise gegen Expertise tauscht. Und auf der Note würde ich sagen, ist das das Ende für heute. Du hast ja noch andere Verantwortungen, die du heute noch nachgehen musst und darfst. Deswegen werde ich dich jetzt auch entlassen. Vielen Dank. Du darfst bald gehen. nee, aber... Hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, Junior. Vielen Dank. Also spannende Fragen. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was dazu beitragen, um Menschen eine Idee davon zu geben, wie visuelle Kommunikation, was das für uns bedeutet und wie wir als Unternehmen halt auch ticken. Das auf jeden Fall. Und wir können dann auch irgendwann mal drüber sprechen, wie ich dann vielleicht auch dir oder euch irgendwie mal in irgendeiner Art und Weise Support anbieten könnte, weil es ist echt eine coole Geste von euch oder von dir auch, dass ich hier in diesen Räumlichkeiten filmen darf. Halte ich nicht für selbstverständlich. Für uns ist das tatsächlich einfach selbstverständlich, ne? Auch jungen Gründern und Menschen, die Ideen haben, auch quasi Ressourcen ja zur Verfügung zu stellen, sei es auch mal ein Raum, weil wir einfach viele Räume haben, mit anderen Worten, und viele Räume auch überhaben, weil einfach wir Menschen haben, die sehr viel im Homeoffice sind oder remote arbeiten, stellen wir das sehr, sehr, sehr gerne zur Verfügung. Klar, jederzeit wieder. Dankeschön. Danke. Und du kommst auch wieder. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Cool. Okay, dann danke für heute und bis zum nächsten Mal.